Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem Video von der 28. Tattoo Convention hier in Berlin. Und wie immer, die Veranstalter der Convention haben wieder beste Beziehungen zu den Wettergöttern. Es ist heiß wie immer, solange die Convention im Sommer stattfindet, ist es jedes Mal wahnsinnig heiß. Und ich hoffe, wir können euch heiße Bilder von dieser wunderschönen Veranstaltung zeigen. Viel Spaß! Liebe Makani, wir haben uns ja fast 6 Jahre lang nicht mehr gesehen. Eine ganze Ewigkeit. Eine ganze Ewigkeit. Jetzt erzähl mir doch mal in 2 Sätzen, was sich bei dir so seit 6 Jahren alles getan hat. Also ich habe sehr viele Projekte natürlich gehabt, unter anderem, ich stehe ja genau vor unserem Stand, ich arbeite bei Cheyenne Tattoo Equipment, unterdessen bin da sehr engagiert, weil ein Teil der Tattoo-Szene interessiert mich natürlich auch. Habe auch mit meinen Tierschutzprojekten einiges gemacht, also bin immer noch Unterstützer von Respektiere Leben oder Ralf Seger und andere Freunde, die ich versuche zu unterstützen und natürlich auch ein bisschen wieder nach vorne zu bringen. Ist mir immer ganz wichtig und bin ich auch ganz froh, da haben wir eben auch darüber geredet, dass das Interesse heutzutage halt auch so groß ist, gerade Tierschutz, Ernährung, ein sehr, sehr großes Thema in Deutschland. Das Interesse ist halt wirklich sehr groß. Finde ich total klasse, finde ich total mega. Auf jeden Fall. Und natürlich auch wieder hier zu sein, in Berlin. Ne? Also wie gesagt, ich war wirklich lange, 6 Jahre nicht mehr hier. Und bin auch sehr beeindruckt, das ist wirklich sehr gewachsen. Der Anspruch ist wirklich hoch geworden. Sehr geniale Artists, also die ganze Vorbereitung ist um einiges besser geworden. Wir haben unbeschreibliche Temperaturen dieses Wochenende, ja. Da kann der Frank jetzt auch nichts so. Da kann ich dir bloß sagen, also die Veranstalter haben exzellente Connections nach oben. Denn hat es einer ist, noch die Sonne bestellt ja, oben, ne? Es ist seit Jahren so eine Hitze hier, es ist nie anders. Wahnsinn, aber ich meine, ich habe es persönlich lieber etwas wärmer als im Regen oder in der Kälte mich hier mit der Klimaanlage totzufrieren. Das Problem haben wir ja Gott sei Dank nicht dieses Wochenende. Früher war es im Winter die Convention und da war, also so ist das viel schöner. Ich fand es auch nicht schlecht im Winter, weil es war einmal ein schöner Abschluss des Jahres, weißt du? Ja. Man hat sich einmal nochmal zusammengefunden, alle zusammen und hat das Jahr beendet. War auch eine schöne Sache, ne? Aber ist halt ein anderes Flair im Sommer das zu machen. Du hast halt draußen, du hast den Hafen, du hast das Wasser, du hast den blauen Himmel. Wunderschön, das ist natürlich unbeschreiblich. Ja, ne? Super. Freut mich auch sehr, hier zu sein. Sehr schön, danke dir. Ja, ich danke euch. Ja, war schön, dass ich wieder gerne. Eine Ehre, dass ihr mich noch erkannt habt an der ganzen Zeit. So, ne? Das freut mich natürlich. Oh mein, ja. Das freut mich sehr und ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch ganz viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr. In der großen Berliner Tageszeitung wird gerade mal wieder thematisiert, so Tattoos sind stylisch, aber naja, letztendlich auch ein bisschen gefährlich und es gäbe ja keine Zugangsvoraussetzungen zu diesem Beruf. Ja, Billie Jean, du bist Tattoo-Künstlerin hier aus Berlin. Wie siehst du das? Also ich denke, dass es eine ganz gute Idee ist, dass das Ganze ein bisschen verschärfter wird. Denn ich schätze mal, leider gibt es doch relativ viele ahnungslose Kunden, die dann doch zu Tätowierern gehen, die leider Gottes dann mit einem sehr schlechten Motiv einfach rausgehen aus dem Laden. Ich meine, für andere Tätowierer ist es gut, die können dann die ganzen Cover-Ups machen. Aber sind wir mal ehrlich, so wirklich schön ist es natürlich auch anders und der Kunde ist dann auch erstmal traurig. Also ich finde es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn das erstmal so ein bisschen verschärft wird und was die Verträglichkeit der Farben betrifft, habt ihr da irgendwie Einfluss? Könnt ihr da auswählen oder gibt es nachweislich irgendwie so Hersteller, die wirklich
Man hört manchmal so Sachen wie, da ist Autolack drin oder sowas. Also ich muss dazu sagen, es kommt natürlich darauf an, welcher Tätowierer wo seine Farben kauft. Ich kann halt nur sagen, ich selber gehe eben wirklich zu den Läden, die hier auch in Berlin sind, wo auch ein richtiges Siegel sozusagen drauf ist, die Farben, die auch hier erlaubt sind. Ne? Und es gibt natürlich sicherlich auch irgendwelche Tätowierer, die online Farben bestellen, die hier überhaupt gar nicht erlaubt sind. Aber da müssen auch vielleicht die Kunden selber mal nachfragen vorher oder man braucht auch einfach so ein gewisses Vertrauen eben. Ne? Man sollte sich schon, denke ich, bevor man sich generell tätowieren geht, erstmal sich so ein bisschen erkundigen über den Tätowierer, was macht er für Arbeiten und vielleicht auch, was benutzt er für Farben. Ne? Ja. Danke. Ja, sehr gerne. Mit Magneto zusammen. Magneto braucht man eigentlich nicht mehr vorstellen, aber ich tue es trotzdem. Herzlich willkommen, Magneto, auf der Tattoo Convention in Berlin. Sag mal, eine ganz spannende Frage. Welches war dein erstes Tattoo? Mein erstes Tattoo war hier die drei Punkte. Drei Punkte, hätte ich mir... Was heißt, war? Glaube, liebe Hoffnung. Gut, okay. Da gehen wir mal schon die Mädels zusammen. Ja, genau. Okay, und wann war das etwa so? Das war ungefähr so vor 35 Jahren. Okay. Und dann hast du beschlossen, bei den drei Punkten ganz nicht bleiben, das machen noch ein bisschen weiter. Ja, wie gesagt, wo ich dann reifer wurde, habe ich mir überlegt, ach ja, lässt doch mal ein Tattoo stechen. Magneto, du fühlst dich wohl hier auf der Convention, oder? Ja, auf alle Fälle, ja. Vor allen Dingen hat man hier viele Freunde, viele Neuigkeiten, viele interessante Sachen, viele Anregungen. Alles schon interessant. Und das ist ja dieses Jahr hier die 28. Genau. Tattoo Convention hier in Berlin. Und ich bin, wie gesagt, seit der ersten Tattoo Convention hier dabei. Also wirklich seit 28 Jahren? Ja, seit 28 Jahren. Wahnsinn. Magneto, ganz herzlichen Dank. Ja? Bitteschön. Ich stehe hier
mit Nina und Daniel. Und die Nina, die ist letztes Jahr hier auf der Convention Tattoo Queen geworden. Und jetzt möchte ich einfach von ihr wissen, ja, was hat's gebracht? Wie hat sich dein Jahr bis heute so entwickelt? Also mein Jahr war unglaublich spannend. Ich habe wirklich viel gemacht, also ich war viel unterwegs. Ich bin durch das Tattoo-Studio, Backstage-Tattoo, mit meiner Schwester immer viel auf Conventions unterwegs. Ist natürlich dann mit der Schärpe, macht es doch viel Werbung und viel Eindruck auch bei den Kunden. Habe viel gemodelt, also nebenbei halt immer, neben meinem Hauptjob. Und bin jetzt auch gerade erst aus New York wiedergekommen, das war ja mein Gewinn. Sehr schöne Reise, 6 Tage. Sehr schön. Und Daniel, ihr habt ein ganz tolles neues Werbegesicht gefunden mit der Nina. Ja, da sind wir auch ganz happy drüber. Das ist eigentlich auch durch das Studio ihrer Schwester so ein bisschen mit zusammengekommen. Man hat sich auf Conventions halt immer mal wieder gesehen, dann kam eine gewisse Sympathie. Und dann haben wir ein bisschen angefangen, mit dem Studio Backstage überhaupt zusammenzuarbeiten. Darüber kamen wir dann wiederum mit der Nina zusammen und ja, haben uns dann gemeinsam entschlossen, sie als Werbegesicht so ein bisschen auch auf unsere Webseiten und sowas alles mit drauf zu tun, als Wiedererkennungswert. Das war natürlich jetzt ideal mit den Gewinnen der Trophäen im letzten Jahr, Trophäen. Ne? Also uns hat das sehr gefreut. Jetzt freuen wir uns, dass ihr uns heute hier besucht und machen uns noch ein schönes Wochenende. Super, dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg weiterhin. Ja? Bei mir ist jetzt Fabrizio und die drei Herren von Fabrizios Tattoo Studio, die sind uns durch ihre besonderen Anziehsachen aufgefallen. Das ist sehr mutig, bei der Hitze noch freiwillig so viel anzuziehen. Fabrizio, tell me something about your studio. Wisdomless is a tattoo parlor, but not only just tattoo shop. It combines an art gallery, a tattoo club, and a cocktail bar. It's a big place in Rome, in the very center of the town. And mainly it's about a style, because our style is extremely classic. The club, it seems to be back in the 20s or the 30s, and the place is in wood, in panels. So boiserie everywhere, and a big, huge collection of engravings and paintings from 1500, 1600, and 1700. Of course, it seems, especially here in Berlin, seems to be a bit hot. And yes, it is, but it's part of the game. We have a tattoo parlor also in Copenhagen. We travel a lot for convention, mainly in Scandinavia and in the north of Europe. It's the first time in Berlin? It's the very first time in Berlin. It's a very nice convention. It's great, it's a pleasure for us. it's and, interesting. Your work looks very old-fashioned, I like it. But we have especially Massimiliano Carli Negus, also known as Negus. He has been here with many drawings that are traditional for one side, but from the other side they look like old engravings with a very, how to say, a hint of surrealism. Mm-hmm. So he's been studying, he's been interested in surrealism and futurism, about the avant-garde of 1900. So he represented old-fashioned style of tattooing, but with his kind of idea of art. Thank you very much. Thank you. And I wish you all the best. All the best to you and to Berlin. Thank you.